So Leute, willkommen zurück zu The Sims 4. Ich habe schon so lange nicht mehr gespielt und ich sage das wahrscheinlich jeden Part und das Spiel ist so mega laut, oh mein Gott. Was ist hier denn jetzt passiert? Meine Katze stinkt, mein Hund bellt, wir haben drei Hunde, wir haben ein Baby, wir haben Mortimer Grusel? Warte, wer warst du nochmal? Mortimer Grusel ist zu Hause, okay, ich weiß auch nicht mehr warum. Und unser Baby stinkt. Ich weiß nicht, was hier abgeht, aber ein bisschen laut hier gerade bei uns im Haus. Und das Kind freut sich. Oh Gott, mein Ohr blutet jetzt schon. Dann muss ich mal ganz kurz hier ein bisschen leiser machen. Oh Gott, sorry. Spieloption, Musik, Audio. Ja. Ich habe es vergessen, ein bisschen leiser zu stellen für mich. Tut mir leid. Ich habe Angst, wenn ich jetzt raustappe, dass, ups, nein. Dass dann die Aufnahme aufhört. Caleb möchte vorbeikommen. Okay. Ach ja, wir sind ein Vampir, das dürfen wir nicht vergessen, wir sind ein Vampir. Müssten auch mal eigentlich ganz dringend baden. Wir haben ein Kind, das heißt Kane. Genau, und es muss eigentlich auch mal aufs Klo. Warte, du gehst jetzt nicht baden. Du wirst deinem Kind sagen, dass sie jetzt auf der... Nein, Vanessa, nicht baden. Du musst deinem Kind beibringen, dass es aufs Klo gehen muss. Genau, du musst da eigentlich gerade entführt werden. Ja, tschüss Mortimer. Obwohl, eigentlich bräuchte ich dein... Nee, ich habe gerade das getrunken. Okay, sehr gut. Dann ist das schon geklärt. Ist das? Eine Müllpflanze? Was? Also, wenn wir hier richtig viel Müll haben. Ist das euer Ernst? Wir haben hier keinen Müll. Außer das Müll vielleicht. Das Müll. Den Müll hier vielleicht. Nichts gegen mein Kind. Ich liebe mein Kind. Warte, wo sind wir nochmal? Er wird in 6 Tagen groß. Ich freue mich. Mal gucken, ob er jetzt auch endlich pinkeln geht. Bin gespannt. Auf die... Guck mal, was ist eine Monstertoilette? Wer würde sich freiwillig auf eine Monstertoilette setzen? Mit seinem Monster-Pyjama. Geil, mein Kind ist auf Klo. Das ist schön. Ich glaube, es war noch nie auf Klo. Kann das sein? Deine Mutter ist übrigens gestört. Es tut mir so leid. Mein Beileid. Warst du jetzt aufs Klo? Ja? Herzlichen Glückwunsch! Oh! Ach so, nee, sorry, Hendrik, dich meine ich gar nicht. Und das Sache im Inventar. Und zwar, analysierter Zeugenbericht? Nein, Bilder hast du. Das Bild haben wir schon. Das können wir verkaufen. Oh, Hendrik, du bist sehr super. Ist das hier? Ach, der Zeugenbericht. Ups. Was habe ich beides verkauft? Nein! Kann man die auch verkaufen? Nee. Ist ja doof. Er müsste eigentlich mal pinkeln gehen und auch mal... Wir müssten bei der Arbeit mitgehen, oder? Verdachtsperson verhören. Oh, fuck. Obwohl, so dringend müssen wir jetzt auch nicht mitgehen. Sollten hier vielleicht mal die Reste, die ekligen Sachen raus... Verdorbenes Essen aussortieren, genau. Weil wenn das schon so stinkt, tut mir so leid. Warte. Das Kind kann schlafen gehen, ne? Ja. Weil irgendwas war mal vor ein paar Tagen, Wochen, Jahren, dass ich Kane das falsche... Warte, was? Wie lange muss er denn pinkeln? Also ich hatte ihm das falsche Bett gekauft. Hat er jetzt... Geht es auch bitte voll? Ganz voll. Wie lange er pinkeln muss? Oh mein Gott. Aufs Töpfchen gehen. Ja, du bist bestimmt schon 3 Stunden auf dem Töpfchen. Aber ist okay. Ist okay. Ne, Dexter? Du hast wieder ein Sammelbild bekommen, meine Fresse. Das ist ja... Du bist so fleißig. Das ist so schön. Wo ist das Bild? Das haben wir bestimmt auch schon irgendwo verkauft. Ja, Geld. Gib mir dein Geld. So, das heißt, wir räumen hier auf. Danach räumen wir das hier nicht auf. Okay, anscheinend ist es nicht dreckig. Was will denn Kane machen? Kane wünscht sich Sachen machen. Mit Spielzeug spielen. Kane, bist du... Ich bin so gespannt. Tanzt du? Warum tanzt du vor dem Klo? Warte, wie nennt man das nochmal? Wenn man mit dem Hintern wackelt. Gott, vergessen, wie das heißt. Fuck, ich habe keine Ahnung mehr von meinem Leben. Scheiße. Oh nein, das Spiel ist mein Bauklötzen, bitte. Stapeln. Oh Mann, das Leben ist so kompliziert und schwer. Das Skispielzeug weglegen, okay. Eigentlich würde ich sagen, du gehst jetzt baden, aber...
Wenn du nicht willst, ist das auch okay. Hendrik, suchst du noch weiter? Hendrik sucht noch, sehr gut. Ja, würde ich mal sagen, ich spule ein bisschen vor, ob es irgendwas Spannendes passiert. Jeder hat was zu tun, das ist schön. Ich lasse den Vampir gerne bei meinem Kind alleine im Zimmer und die unterhalten sich. Das ist voll okay. Das ist voll okay. Mit Fremden reden. Mit Fremden reden. Das ist voll gut. Aktion. Hilfe. Flashkarten. Guck mal, wir können jetzt einfach den fremden Mann hier ausnutzen, damit er mit uns Sachen macht. Das ist voll gut. Nein, du machst hier nichts mit deinem Kind. Du hast andere Sachen zu tun. Und zwar musst du einen Brief schreiben. Ich meine, du musst schreiben. Und zwar weiter schreiben dein Buch mit dem Drachen. Scheißding da. Und Henrik geht's gerade nicht mehr so gut. Ja, okay. Also jetzt merke ich es auch. Vielleicht solltest du auch aufhören, dir dann was zu essen mach, nachdem du auf dem Klo warst. Und dann Reste nehmen, ja. Dann kannst du auch schlafen und dann kannst du schon wieder arbeiten. Das ist ein schönes Leben, was du da hast. Schön. Wie geht's, Kane? Kane hat Hunger. Okay. Ich wollte gerade den Vampir ausnutzen. Verdammte Scheiße. Ich wollte, dass er für mich... Dass er Kane Essen bringt. Okay. Dann halt nicht. Kane hier absetzen. Kane, es gibt was zu essen um 3 Uhr morgens. Easy life, easy going. Alles easy peasy. Nestsilver und meine alte Dame Ellie. Die alte Seniorin. Ach, Mann. Jetzt will die auch noch was zu essen haben, ich glaub's nicht. Nein, du gibst ihr nichts zu essen. Du musst dich beeilen, weil du musst eigentlich gleich wieder los zur Arbeit. Was geben wir denn Kane eigentlich zu essen? Kane kriegt... Apfelmus. Ich mag Apfelmus. Und wir hätten natürlich Apfelmus in unserem Inventar. Hendrik war in der Elternzeit, ja? Ernsthaft? Ist das euer Ernst? Ja? Wirklich? Okay. Hendrik, das ist schön, dann geh ich nicht schlafen. Los, husch, husch, du musst nämlich schon bald wieder los. Um 9 erst. Ach komm, ich muss auch erst um 9 anfangen. Easy life, ne? Schön. Ich habe eigentlich so viel vor in meinem Leben. Aber irgendwie muss ich erstmal Geld verdienen. Denn ich möchte unbedingt die Scheiße hier aus dem Katzenklo raustun. Oh, das Kind ist noch da drin. Oh, shit. Tut mir leid, Kind. Oh Mann, ich bin so eine schlechte Mutter. Es tut mir so leid. Oh, Silver liegt da hinten so traurig. Was ist denn los, Silver? No. Ich habe leider keine Zeit, um dir ein Leckerchen zu geben. Ich bin eine sehr viel beschäftigte Frau. Das Kind weint. Über Fehlverhalten will lernen, ja. Du darfst nicht heulen, Kind. Sei stark. Sei ein Mann. Sei ein... Ich will gerade meinen Nachnamen sagen. Wie heiße ich denn? Sei eine Nelly. Sei ein... Dings. Wie heißt du? Du hast Dings, ne? Ja. Was auch immer du willst. Sei, was du willst. So, Kind. Und jetzt ins Bett bringen danach. So schön. Und du musst gleich wieder los. Oh, noch ein bisschen schaffst du. Noch ein bisschen schaffst du. Nein, du sollst ihn ins Bett bringen. Hä, Vanessa? Ich habe dich wohl sehr schlecht erzogen. Dein Kind geht jetzt ins Bett und du schläfst es in den Schlaf. Irgendwie klingt es doch ein bisschen brutal. Haben eure Eltern euch früher auch mal aus VR gelesen? Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob meine Mutter es oder so gemacht haben. Ich weiß es nicht. Ich bin mir gerade echt unsicher, aber dann bin ich ziemlich traurig, wenn die das nicht gemacht haben. Ich will doch auch Geschichten haben. So. Ich dachte gerade, es geht sie einfach weg, Kind. Es ist echt schön, eine Vampirmutter zu haben, oder? Und das war die Geschichte. Von meinem Elri, den Drachen. Ich dachte gerade schon, die hört es auf. So, du musst noch ein bisschen schlafen, kannst du? Danach solltest du ganz schnell duschen gehen. So, steh auf und jetzt geh duschen. Baden. Wir können baden. Entschuldigung. Ich könnte mal eine Dusche kaufen, es würde schneller gehen. Aber dann kann ich die Tiere nicht duschen und... Ellie hat Hunger. Ellie, wir haben was zu essen.
Wenn du Hunger hast, dann mach das doch bitte. Auf jeden Fall brauchen wir bald wieder ein Leckerbissen hier zu Hause. Naja, es hält noch ziemlich lange eigentlich. Wir haben noch Kraftpunkte, die wir nehmen können. Wir können virische Stärke verleiht Vanessa einen Vorteil, wenn es um Fitnesskämpfe oder Sparring geht. Was? Wiederbeseelte Aura? Ja, was habe ich denn gemacht? Wiederbeseelte Aura? Kann ich das nicht nehmen? Keine Ahnung. Persönlichkeit im Blödsinn ist auch langweilig. Halluzination, jeder braucht einen Freund, nicht wahr? Mhm. Sorge dafür, dass ein anderer Sinn mit sich selbst redet, das ist der Kacke. Stets willkommen. Novize des Okkultismus. Brauche weniger Vampirenergie. Ja, komm. Ist okay. Oh, ich habe sie aktiviert. Oh, ich bin so blöd. Oh, warte, dann nochmal. So. Ja, perfekt. Und eigentlich müsstest du da mal ein bisschen, immer ist wieder was bewegen. Nein, dunkle Meditation anmachen. Und was macht ihr hier vor dem... Was macht ihr hier? Hallo? Oh oh. Oh oh. Leute, was... Wer ist läufig? Oder hat Dexter einfach Lust auf alte Ellies? Bitte nicht auf deine Tochter. Bitte nicht auf deine Tochter. Silver, geh weg. Was? Was? Okay. Dexter und Ellie, was ist hier los? Ja, Dexter, ich weiß, dass du ein bisschen geil gerade bist. Okay. Okay. Ja, schön, ihr redet, das ist schön. Okay, ihr spielt, das ist okay. Glaube ich. Das Kind schläft noch. Alter, ihr habt voll viel Zeit noch. Hendrik, du kannst auch ganz schnell dich eine Stunde hinlegen, nachdem du den Müll rausgebracht hast. Danke. Jetzt kannst du mal ganz schnell ein bisschen schlafen. Nein, nicht lesen. Und was du machst, ist mir eigentlich egal. Du kannst meinetwegen ein bisschen dein Buch weiterschreiben. Und zwar der gutmütige Drache Elbury, wie auch immer der genau heißt. Hunde, wenn ihr Hunger habt, dann... Ellie, geh was fressen. Dankeschön. Dexter geht raus. Bitte nicht zu Silver. Silver ist... Okay, er geht wieder rein. Dexter, ist alles okay mit dir? Ich weiß nicht, was er vorhat, aber ist okay. Okay, du hast noch ein bisschen geschlafen. Das ist schön. Aber jetzt musst du raus. Und alleine losschicken, weil ich habe gerade echt keine Lust auf diesen scheiß Polizistenkram. Tut mir leid. Musst du allein durch. Natürlich würde ich total gerne mitkommen. Total gerne. Mhm. Jetzt sind wir mit dem Buch? Gerade mal Hälfte. Gott. Warum dauert das so lange, was zu schreiben? Das ist voll unfair. Ich würde so gerne richtig krasse Sachen machen, aber kann ich nicht. Ich habe ein Kind, ich habe Hunde, das habe Rapalle. Ups. Und mach Sport, du Penner, bringt auch ziemlich viel. Emma und Silver ist auch okay. Cool. Danke. Und was ist mit Dexter schon wieder? Dexter? Meine Hunde sind komisch, Hilfe. Ich weiß halt vor irgendwas Angst, aber sie müssen sich doch mal an den PC eigentlich gewöhnen, oder? Ich würde sagen, wir laden irgendjemanden ein, denn wir haben langsam Durst. Wie wär's denn mit Fabio? Einladen. Ja. Und Ellie passt auf den kleinen Kane auf, während er von Einhörnern träumt. Gut gemacht, Ellie. Das ist so schön. Oh, bell doch... Und Silver bellt das Kind... an. Dein Ernst? Wieso bist du jetzt traurig? Nein, verlass mich nicht. Komm zurück. What the fuck? Wir sind doch alle da. Geh doch einfach in dein Bett zurück. Warum bist du eigentlich auch ein Vampir? Was soll das? Oh. Du hast einfach über mich gelacht, okay? Oh Gott. Oh, ich mich erschrocken. Hi, Dude. Hast du Lust auf ein bisschen? Du siehst irgendwie ein bisschen schwul aus. Er zittert so ein bisschen. Oh, die ganzen Geräusche, ne? Wow, ich würde hier verrückt gehen, glaube ich. Wie wär's denn, wenn wir ihn jetzt einfach mal ganz schnell... Ich hätte Lust auf so einen richtig krassen Streit irgendwie. Wir fehlen zu reparieren. Das ist voll gut. Ich liebe meine Kraft. Tu es. Dann go!
Gut gemacht. Sehr, sehr gut gemacht. Und jetzt mach von uns Sachen heile. Tu es. Ja, ich folge dir. Tu es. Tu es. Los. Was willst du denn nicht reparieren? Will er mich verarschen? Ich hab dir gesagt, du sollst Sachen reparieren und keine fucking Chips fressen. Bist du behindert? Bist du gestört, kann das sein? Meine Fresse. Der kann auch nichts, ne? Der kann auch einfach nichts. Weißt du, dann hast du jetzt wenigstens Chips gefressen. Warte, was? Befehlen, reparieren zu widerrufen? Ja, macht ja nicht mal was. Ich meine, wir haben wahrscheinlich auch nichts, aber warum steht es dann da? Ich möchte jetzt einfach dich töten. Plasma trinken. Zum ausgiebigen Trank. Und dann werde ich dich später, wenn du wieder lebst, in einen Vampiren verwandeln. Wo bist du? Kacke. Genauso wie ich. Tu es! Best. Oh Gott! Das ist aber nicht gesund. Schön machst du das. Mh, geil. Okay, schön, du machst das. Was ist denn mit Dexter schon wieder los? Hat er niemanden zum Vögeln? Oh, Dexter. Komm, wie wär's denn, wenn du ihn mal streichelst? Er will spazieren gehen, das ist doch perfekt. Das Kind hilft dir. Komm her, Kane. Kane. Dexter, wir machen das. Außerdem müsste er auch mal langsam, ja, nachmachen. What the fuck? Das kleine Monster ist aufgewacht, es lebt. Dexter, pass auf, es wird dich fressen. Dexter, pass auf. Der schlägt das... Der schlägt das Baby. Den Hund. Also mein Hund mag keine Kinder und ich kann auch verstehen, warum. Dexter hat, glaube ich, Angst vor dir. Bist du behindert? Das ist kein Hundisch. Ich glaube, du machst Dexter Angst. Du gehst jetzt mal ganz schnell Dexter retten. Und zwar machst du mal eben... Fuck, du kannst nicht mit ihm spazieren gehen. Ah. Komm, du gehst mit ihm ganz kurz einen Spaziergang. Und du machst weiter deine scheiß Stapeldinger. Ach, das Kind so gern groß machen, ne? Wir machen, glaube ich, im nächsten Part einfach eine Geburtstagsparty. Könntest du auch bitte kurz mit ihm spazieren gehen? Ohne, dass du verbrennst, natürlich. Das ist nicht... Oh, guck mal. Chili spielt bei Silva. Und der Ball ist weg. Danke, Chili. Der Typ ist noch da. Warte, ich weiß. Am Mund hat sich zu erleichtern. What the fuck? Ja, das spielt gerade, glaube ich, ein bisschen rum. Wir werden ihn jetzt... Oh mein Gott, ich habe eine Idee. Oh mein Gott, ich habe eine Idee. Komm mal her. Warte, wir warten, wo er hingeht. Wir werden ihn jetzt in... Vampiren... Oh nein, ich darf ihn nicht trinken. Okay, warte. Du wirst jetzt ganz kurz einmal Vampir... dunkle Meditation... Dann werden wir jemanden herrufen. Und zwar, wer wird ein Vampir? Wer wird ein Vampir? Nicht Bella. Die ist schon ein Vampir. Stella darf kein Vampir werden. Der komische Hendrik. What the fuck? Maike. Wen mag ich denn gar nicht? Wir holen uns Lilly zu uns. So. Lilly kommt jetzt her. Und wir machen sie dann zum Vampiren. Und dann später, wenn wir sie im Garten schön verbrennen lassen, weil ich habe da Lust drauf. Lilly Feng wird gleich da sein. Aber sie ist Feng! Feng Min! Oh no! Und da ist sie. Feng! Komm her. Und zwar Vampir, im Vampir verwandeln. Tu es! Ahaha! Ah! Vorsicht, ich bin ein Vampir.
Bitch. Lily Feng.